In der Landesfactory ist halt einfach Power, da ist Lustigkeit, da macht es Spaß. Du hörst es an meiner Stimme, sie ist völlig angeschlagen. Und egal, wenn ich hier reinkomme, wir müssen tanzen, wir müssen fröhlich sein, das steckt die Menschen an. Und so machen sie ihre Arbeit auch hier. Es ist ein Produkt, wo so wertvoll ist, so hervorragend ist, wo unbezahlbar ist eigentlich. Und es kommt bei den Menschen doch so toll an. Nikolas gibt Kraft Power. Wir haben einfach Spaß gehabt. Der Nikolaus wird überhaupt nicht älter. Nein. Also ich bin ein bisschen älter geworden, ne? Ein Jahr. Aber der Nikolaus, guck mal, nix überhaupt. Nein, das ist ein Geheimnis. Das der ist nicht der Nikolaus ist zeitlos. Der wird nicht älter, der wird nicht jünger. Und er hat immer diese Ausstrahlung, als er eben in der Produktion war. Die Menschen haben ihm zugejubelt. Und das Schöne ist, und das sollte man auch immer wieder betonen, alle Konfessionen, alle Nationalitäten, alle spricht er an, weil er das richtige Wort hat und die richtige Art, auf die Menschen zuzugehen. Und insofern ist unser Nikolaus, dieser Nikolaus, ein Nikolaus für alle. Wunderbar. Ich werde es gleich mal probieren. Herzlichen Dank. Danke. War unwahrscheinlich schön. Wir waren in einem Kindergarten mit 7 Gruppen. Das war sehr, sehr anstrengend, weil die Kinder wollten Geschichten hören vom heiligen Nikolaus. Wir waren dann mit Herrn Dr. Bühlbecker in der Produktion, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, die Menschen dort zu motivieren beziehungsweise ihnen auch ein Dankeschön zu sagen und mit ihnen Weihnachtslieder zu singen. Es war unheimlich schön, danach in den Verkauf zu gehen, die Menschen kennenzulernen. Wer kauft denn eigentlich diese Lamberts-Produkte? Und es war so voll, dass ich es kaum schaffen konnte, mit den Kindern oder die Kinder rauszufiltern. Es war ein wunderschöner Tag, aber er war auch wirklich schwer. Wenn man solche Produkte wie wir herstellt, dann ist man ja schon fast verpflichtet. Vor der Weihnachtszeit gibt es so viele, die sich bei uns melden und Weihnachtsfeiern und Kinder, Krankenhäuser, alle
hätten gerne auch Süßes vor Weihnachten. Uns ist sehr wichtig zu helfen. Wir helfen ja auch im großen Stil, bei großen internationalen Projekten. Aber wir helfen gerne auch überall in der Nähe in Deutschland, wo wir können. Und es ist eine tolle Zusammenarbeit mit dem Nikolaus. Er macht das Verbale und wir machen dann das Süße. Absolut vorbildlich und man sollte nicht nur applaudieren für sein großes Herz, wie gesagt, und für seinen Einsatz, denn viele, viele Menschen sind in Not und freuen sich über auch kleine Taten. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man gehört hat, was unser Nikolaus heute Abend hier mit Hilfe von Herrn Bühlbecker und auch mit Hilfe von Nana bewegt. Das macht einen natürlich immer noch mal mehr aufmerksam, dass man eigentlich das ganze Jahr drüber nachdenken sollte und nicht nur an Nikolaus.